Wir haben letztes Mal über Abbildung von Namen gesprochen. Und naja, so ein bisschen exemplarisch auch, habe ich versucht, das mit dem Domain Name System zu erzählen. Also, wie dieser Rechner, der wissen möchte, was für eine IP-Nummer der hat, also welche Netzwerkadresse der da hat, was der tun muss, um aus dieser Kommunikationsadresse eine Netzwerkadresse zu machen, also den Hostnamen im konkreten Fall auf eine IP-Nummer abzubilden. Und darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Caching hatte auch eine wichtige Funktion. Und dann habe ich auch noch ein bisschen darüber gesprochen, was ist denn eigentlich, wenn der Cache-Inhalt hier oder hier oder hier alt ist, kann man dann trotzdem noch, wie kann man dem ansehen, dass der vielleicht alt ist und so weiter. Und wie kommt man dann an den wirklich gültigen, wenn sich da unten hier was geändert hat, auf der anderen Seite der Welt, von dem man ja auch, von der Änderung weiß man ja eventuell auch nichts. Also der ganz radikal andere Ansatz ist, immer frisch zu liefern. Das ist Broadcast-basiert. Und darüber möchte ich jetzt hier ein wenig sprechen, indem ich erstmal über dieses eigentlich ältere System, die AppleTalk-Namen, kurz was erzähle. Da ist schon mal, da fangen wir schon mal mit einem anderen Konzept an, nämlich so ein Objekt, das ist der Name von so einem AppleTalk-Name, da steht vorne dran das Objekt, das ist eine frei wählbare Zeichenkette, die man an seinem Rechner einfach so eintippt. Ich glaube, Sie sind das auch schon gefragt worden, wenn Sie mal einen PC installiert haben, dann kann man sich ja auch irgendwie so einen Namen im Heimnetzwerk ausdenken. Also eine frei wählbare Zeichenkette, und beim Typ, da steht dann der Dienst drin, der dieses Gerät für andere im Netzwerk erbringt. Also es könnte zum Beispiel hier ein Laserdrucker sein, oder hier gibt es so ein paar Standardnamen, die es in dem AppleTalk eben gibt. Also die registrieren sich, nicht explizit bei einer Instanz, solche Geräte, sagen wir mal, in einem virtuellen Namensraum existieren die also mit ihrem Namen und ihrem Gerät. Die Zone, das ist das logische Netzwerksegment, in dem sie existieren, diese Geräte, das wird im Wesentlichen ist das Netzwerk, das mit einem Router an ein anderes Netzwerk angeschlossen ist. Also diese drei, dieses Tupel aus diesen drei Bezeichnern, das ist denn der AppleTalk-Name. Das hat sich irgendjemand ausgedacht, wie die Zone eben heißt, ein Administrator oder sowas. Das hier, der Typ, ergibt sich aus dem Dienst, der erbracht wird, und dann gibt es hier noch einen Namen. Und dieses Name-Binding-Protokoll, was es dann in diesem AppleTalk-Netzwerk gibt, das führt den Resource-Lookup durch. Also ein beliebiges Gerät, das Dienste von jemand anders haben möchte, jemand anders finden möchte, muss dann ein Broadcast-Paket abschicken, und alle, die auf die dieses Template, was da abgeschickt wird, diese Nachfrage zutrifft, die müssen eine Antwort schicken an den, der diese Anfrage stellt. Und die Abbildung von dem, was wir da suchen, geht dann gleich durch auf die Anschlusspunktadresse. Selbstverständlich kann man auch so einen fertigen Namen hier schon eintippen, ist aber gar nicht so interessant. Wir könnten zum Beispiel hier suchen als Endgerät, als Teilnehmer in einem Netzwerk. Ich möchte das, der Wildcard hier ist ein bisschen blöd, ist gleich. Ich möchte alle, ich möchte alle Objekte, die vom Typ LaserWriter sind, und das Sternchen heißt hier in der lokalen Zone. So haben die sich damals ausgedacht. Das würde man sich wahrscheinlich auch anders heutzutage, diese Zuordnung der Buchstaben wählen, zum Beispiel Sternchen für alle und vielleicht für die lokale Zone den Klammeraffen oder
oder sowas ähnliches. Naja, etwas, was ein Detail, das man vielleicht nicht so schön findet. Das würde also jetzt alle Laserdrucker hier, also Printer Access Protocol Drucker, in dem lokalen Netzwerk finden. Das User Interface, was dann da drüber steht, das ist ganz nützlich, wenn man das ein bisschen verstehen will, diesen Broadcast-basierten, zumindest lokal in dieser Zone auf Broadcast aufgebauten Namensauflösungsmechanismus. Wir machen also da so ein Auswahlfenster auf, das kann man natürlich auch anders gestalten. Ich habe da mal einen etwas älteren Screendump gemacht und da sehen wir also dann hier diese Typen, die der Benutzer auswählt. Der Benutzer sagt also, ich interessiere mich für alle Apple-Share-File-Server. Also das hier Apple-File-Sharing-Server interessiert er sich und zwar in dieser Zone. Hier unten links sehen wir die verfügbaren Zonen. Ich habe jetzt also dann hier mal gesagt, ich will so einen Apple-Share-File-Server haben in der Informatikzone und dann zeigt er mir die hier an. Man kann dann, wie man sich es vorstellt, hier irgendwie einen doppelklicken oder anwählen und OK sagen. Und da muss man natürlich noch ein Passwort abliefern und dann hat man das Volume gemountet. Also das, ja, Interessante hier dran ist, es braucht keinen Name-Server, keinen zentralen Dienst, sondern wir benutzen den Broadcast, um die anderen zu finden. Wenn wir also hier so ein Kommando abschicken, naja, im Name-Binding-Protokoll in dem Suchfeld das hier abschicken, dann kriegen wir eine Liste von, oder wenn wir hier Apple File Sharing Server angeben, kriegen wir hier so eine Liste mit den Namen, das sind die Objektnamen in dieser Zone Informatik. Und damit haben wir natürlich auch gleich die Anschlusspunktadresse, sodass wir uns dann bequem verbinden können. Anschlusspunktadresse zum Beispiel dann eine Ethernet-Adresse oder so eine Apple Talk-Adresse. Es gibt, das sollte ich noch anfügen, noch weitere solche Broadcast-basierten Namensbindungsmechanismen, also Namen auf Anschlusspunktadressen oder auf Netzwerkadressen, Bindung. Das ist zum Beispiel in dem ZeroConf standardisiert worden, das ist auch so ein RFC. Die eben dann in einem gegebenen Netzwerk nach einem Gerät mit einem bestimmten Typ oder auch dann mit einem Namen suchen können. Ich habe aber hier mal auch nur ganz kurz, das ist auch schon Absicht, dass es kurz ist, nur ganz kurz, dass dieses eigentlich saubere und klare Konzept bis auf diese Spezialbuchstaben da vom Apple Talk zeigen wollen. Und das ist eben auch, sagen wir mal, vom Aufwand her nicht so anspruchsvoll. Eigentlich gut. So, als nächstes möchte ich etwas über die Netzwerkadressen sprechen. Und es gibt wieder hier so am Anfang den etwas abstrakten Teil. Also wir sprechen über technische Beschreibung des Kommunikationszieles. Und diese technische Beschreibung ist schon etwas schwieriger zu memorieren für Menschen. Dafür haben wir vielleicht eine Chance, das direkt von Maschinen, direkt in Anführungszeichen von Maschinen, bearbeiten lassen zu können. So eine Netzwerkadresse besteht, naja, häufig, sehr häufig aus einem Nummerntupel. Da steckt eventuell der Dienst drin, meist aber ist das implizit durch die Geräteauswahl gegeben, der Dienst. Zum Beispiel im Telefonsystem das Fax oder das Telefon und so weiter. Dann gibt es einen Kontext in diesem Nummerntupel, häufig gibt es einen Kontext im Nummerntupel. Dann
Manchmal impliziert das auch das Subnetz, manchmal steht das Subnetz aber dann auch explizit da und gerne eben diese Lokal-Less-Gerät, da fehlt vielleicht ein E, das lokale Gerät bzw. die Leitung als ein Teil dieses Nummerntupels. Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, dass das hier eine kurze, kleine Zahl ist, sagen wir mal klein im Sinne von zwischen 1 und 1 Million oder sowas, und das hier 1 bis ein paar hunderttausend vielleicht, das hier auch nochmal 1 bis ein paar tausend, das hier unten auch nochmal 1 bis ein paar tausend, sodass die dann alle zusammen einen hoffentlich eindeutigen Identifikator ergeben, der von einem Netzwerk direkt benutzt werden kann, um ein Ziel zu finden. Im Telefonsystem, das wir ja alle gewöhnt sind, noch gewöhnt sind, da bin ich ja schon fast versucht anzufügen, da haben wir vorne ja, so ein Feld, das steht für die Art der Nummer. Meistens für ja, den Kontext. Ist es jetzt eine Fernverbindung oder eine internationale Verbindung oder eine externe Verbindung? Wenn Sie hier einen, ich sehe jetzt gerade keins, kein Telefon hier, wenn wir hier ein Telefon hätten, dann, und Sie wählen einfach eine Nummer 1, 2, 3, 4, dann wird das als lokale oder 3939 als lokale Nummer interpretiert. Wenn man aus diesem lokalen Kontext heraus möchte, aus diesem Subnetz eigentlich heraus möchte, dann muss man irgendeinen Escape-Charakter wählen oder eine Escape-Ziffer wählen. Und das ist im Telefonsystem gerne die 0. Also wenn ich eine Freiberger Nummer anrufen will, aus dem Uni-Netzwerk raus, da muss ich eine 0 vorher eintippen oder sonst wie wählen, dem Gerät mitteilen, und dann kann ich die restlichen Wahlziffern geben, die den Rest der Netzwerkadresse geben. Eigentlich ist also dieses hier das vorderste Feld, die 0, die wir gerne eintippen, oder wenn wir international telefonieren wollen, die 00, nur sowas wie ein Escape-Charakter, um hier rauszuspringen. Wenn wir in der Universität sind, müsste ich eine 0 wählen, um nach Freiberg zu telefonieren, 00, um nach Dresden zu telefonieren, und 30er, um eine internationale Nummer eintippen zu können, im Folgenden. Also dreimal diesen Escape-Mechanismus benutzen. Diese Telefonnummern sind eben dann ja, durch diese Vorwahlen, die manchmal nötig sind, wir haben ein intuitives Verständnis davon erlangt, durch Training, was denn da so nötig ist, eine Abkürzung, damit man im Regelfall nicht so viele Nummern eingeben muss. Als ich das erste Mal in den Vereinigten Staaten war, ist mir übrigens aufgefallen beim Telefonieren, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das denkt. Ne? Zwei Nuller wählen und dann kann man 49 wählen für Deutschland und die Nummer der Eltern, um sich dann mal wieder zu melden, dass man da irgendwo in der Telefonzelle mitten in der Wüste steht. Das hat dann nicht funktioniert. 00 hat mich damals nur zum Operator von AT&T gebracht. Und die hat dann ganz furchtbar schnell auf mich eingeredet und ich habe eigentlich kaum was verstanden. Also, hat eher Schwierigkeiten bereitet. Und wenn man direkt wählen will, dann muss man, glaube ich, 011 oder sowas wählen. Dann 049, irgend sowas war da. Diese Escape-Sequenzen, um aus dem jeweiligen lokalen Kontext rauszukommen, die sind also eventuell unterschiedlich. Ich habe hier also eine Netzwerkadresse von einem Telefongerät in der TU Freiberg. Naja, hier steht Freiberg in der TU, in Freiberg in Deutschland, hier unten mal aufgeschrieben. Das ist jetzt ohne Markierung, dass es international ist.
Ich will auch noch gleich ein anderes Nummernschema hier präsentieren. Also in Deutschland ist es ja so, dass es diese Vorwahl für den Ort gibt und dann eine Nummer für den Teilnehmer, für das Endgerät eigentlich weniger für den Teilnehmer, denn wir wissen ja nicht, welche Person wir da erwischen, sondern also für ein Endgerät, da steckt auch Leitung dahinter. Aber diese Nummer, die kann eventuell unterteilt sein. Kann unterteilt sein eben in die Anwahl einer Nebenstellenanlage und dann hier eine Nebenstelle. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zurück, wenn wir das hier systematischer anpacken. Ich habe eben schon über Amerika gesprochen. Das hier war, glaube ich, die Telefonnummer, die ich mal vor vielen Jahren in Amerika hatte, als ich da gewohnt habe. Und die sind ein bisschen anders aufgebaut. Das hier vorne ist ein sogenannter Area Code. Da gibt es so in der Größenordnung von 200 oder vielleicht 300, weiß ich nicht mehr so genau. Der Area Code, und das stand hier früher für die Gegend von San Francisco. Und dann kommt hier ein Code für eine Vermittlungsanlage eigentlich. Und hier hinten dann in der Vermittlungsanlage der Teilnehmer oder besser das Endgerät. Da gibt es noch ein paar andere Area Codes. Das hier sind für die Telefone, bei denen es nichts kostet, wenn man sie anruft. Und das hier sind für die, bei denen es ganz viel kostet, wenn man sie anruft. Von denen hier gibt es so ein paar hundert. Und das Interessante, da werden wir auch nochmal darauf zurückkommen, kurz nachdem ich da weggezogen bin, haben die so ein Gebiet aufteilen müssen. Sie sehen, hier hinten gibt es maximal 10 Millionen Teilnehmer, Endgeräte. Und das hat halt irgendwann nicht mehr gereicht, diese 10 Millionen. Und dann wurde dieses Gebiet 415 in zwei Gebiete aufgeteilt, 415 für den westlichen Teil und ich glaube 510 oder 610, ich weiß nicht mehr genau, für den östlichen Teil. So dass man dann am Ende dann, ungefähr doppelt so viele Rufnummern da hatte in demselben Gebiet. Aber dazu braucht man natürlich dann etwas von denen hier, die noch frei sind. Und wie man hier sieht, die 8, das mit dem 8 vorne dran kann man nicht nehmen, das mit dem 9 vorne dran kann man nicht nehmen, das mit der 0 und 1 vorne dran kann man auch aus irgendwelchen Gründen nicht nehmen, aus technischen Gründen, aus Implementierungsgründen. Und dann sind nur noch, sind gar nicht mehr so viele da, maximal 600 Area Codes. Tatsächlich werden aber noch weniger verwendet. Ein paar braucht es dann auch irgendwie die Mobiltelefone, die sind in Amerika da drin einsortiert. Man sieht der Telefonnummer also nicht an, ob es mobil ist oder nicht. Deshalb zahlt der Angerufene in Amerika mit dem Mobiltelefon auch für die ankommenden Minuten immer mit, nicht so wie bei uns. Da zahlt ja der Anrufer, weil er der Nummer angeblich ansehen kann, wie viel die Verbindung kostet. Also wenn Sie irgendeinen 172 oder 176 oder 171 anrufen vorne dran, dann wissen Sie, dann müssen Sie jetzt 20 Cent die Minute zahlen und nicht nur 2 oder 3 oder es fällt nicht mal unter Ihre Flatrate. In diesem Nummernplan steckt übrigens auch die Nebenstellenanlagen drin, dieses sogenannte Centrex in Amerika. Als ich da gearbeitet habe, hat die Rufnummer, die ich in meinem Büro hatte, genauso ausgesehen wie eine ganz normale Teilnehmerrufnummer. Man konnte also nicht an der Länge oder so erkennen, dass das meine Büronummer war. Wenn man es wusste, hat man schon gesehen, dass es eine Büronummer ist, aber es war nicht so einfach erkennbar, wie es das in Deutschland typischerweise ist. In Deutschland ist dieser Vermittlungsbereich so 2- bis 5-stellig. Manche Städte haben nur 2 Ziffern vorne dran, also zum Beispiel 8-9 für München oder 6-9 für Frankfurt. Andere haben einen bisschen längeren Code. Die hier, Freiberg, ist noch länger, das ist eine 4-stellige Zahl. Und die 5-stelligen Zahlen, die gibt es auch für irgendwelche, wenn ich jetzt Dörfer sage, die da wohnen, werden sich jetzt dann vielleicht ärgern. Die Länge der
der Vorwahl für den Ort, also für diesen lokalen Kontext, eigentlich steckt da mal Vermittlungen dahinter. Die ist deshalb unterschiedlich. Das war übrigens nicht immer so. Früher war München, hatte, als ich ein kleines Kind war, hatte München die Vorwahl 811. Das hat sich geändert, weil die Rufnummernspeicher insgesamt so international standardisiert viele Jahre lang, und es gibt Teile der Welt, wo die Rufnummernspeicher immer noch nur 10 Buchstaben lang sind, also 10 Ziffern lang waren. Und das kann man sich jetzt überlegen, also dann in einer Großstadt, wenn da mehrere Millionen Menschen wohnen und es mehrere Millionen Telefone gibt, und wir hätten eine 4-stellige Vorwahl, dann würde das nicht mehr passen, hätten wir nur noch 6 Ziffern. Deshalb gibt es für die Ortsbereiche, die in denen es viele Teilnehmer gibt, kürzere Vorwahlen. Das ist im Prinzip vernünftig. Man hätte natürlich auch dann zum Beispiel München aufteilen können in 2 Teile, 811 und 812, und dann wäre es auch wieder weitergegangen, so wie hier oben. Aber die Nummerierung ist eben nicht so wie hier, sondern anders geplant worden, und die Umstellung war natürlich auch hier etwas aufwendiger. Umstellen ist überhaupt teuer, und es passiert immer wieder im Telefonsystem. Ich glaube, vor nicht allzu vielen Jahren war mal Paris dran, also eigentlich ganz Frankreich, ein Teil von, ich weiß es nicht mehr, wie rum das ging, jedenfalls der Großraum Paris ist so groß geworden, dass denen die Rufnummern ausgegangen sind, und dann hat man für das aufgeteilt Paris und den Rest von Frankreich und dann eine Ziffer hinzugefügt, nachdem man Paris vom Rest von Frankreich unterscheiden kann. Ich glaube, in England wegen London haben sie auch mal sowas gemacht. Irgendwann haben die Telefonverwaltungen mal gemerkt, dass dieses System, das wir eigentlich immer noch benutzen, dass das nicht mehr ewig so weitergehen kann. Und in dieser ITU Norm E164, die aus den Telefonnummern erzeugt worden ist oder hervorgegangen ist, sagen wir lieber, steckt natürlich auch ein Haufen altes Zeug drin. Kompatibilität und so weiter. Hat man sich entschieden, so einen offiziellen Teil zu machen und so einen privaten Subadressenteil zu machen. Die Länderziffer, 1 bis 3 Zahlen, Ziffern vorne dran, dann eine Netzkennziffer, eine Teilnehmerkennziffer und eventuell hier hinten noch eine maximal 32 zifferlange Subadresse. Die Subadresse, die kann man zum Beispiel in Nebenstellenanlagen zur Endgeräteauswahl benutzen, zur Nebenstellen eben in dem PBX oder zur Endgeräteauswahl im ISDN benutzen. Naja, das ist ja beim privaten ISDN fast dasselbe wie eine Nebenstelle in der Telefonanlage. Sie sehen aber auch, der vordere Teil hat maximal 15 Ziffern. Das heißt, man muss sich schon halbwegs zusammenreißen beim Verteilen dieser Nummern. Ne? Denn 10 hoch 15 ist zwar eine ganze Menge, aber wir werden hinterher auch noch sehen, dass eventuell, ich weiß nicht, ob wir es heute angucken, ja, ich glaube schon, werden wir sehen, dass das... ja, auch wenn man hier 15 Ziffern hat, dann stimmt es eben nicht, dass 10 hoch 15 verwendbare Nummern rauskommen, sondern es kommen eigentlich viel weniger Netzwerkadressen da raus, weil es auch noch technische Einschränkungen gibt. Es gibt einen Standard, wie diese Dinger geschrieben werden, und in dem Standard, da haben meine Telefonnummer, würde also so aussehen, plus für die Wurzel vom Namensraum, man könnte auch sagen international, aber jetzt mal plus für die Wurzel vom Namensraum. Vorläufig stimmt das auch, und wenn man das richtig macht, könnte man da vielleicht auch den Mond und den Mars integrieren. Also plus 49
heißt Wurzel des Namensbaumes. Und dann hier 49 führt uns nach Deutschland, 37, 31, 39 und dann hier in die Nebenstellenanlage zum leichteren Bearbeiten, Eintippen, Lesen für Menschen darf man auch ein paar Blanks dazwischen schreiben. Diese Schreibweise ist auch noch standardkonform mit den Klammern hier drumherum. Im RFC, also Internetstandard 3966, werden Telefonnummern so spezifiziert, das geht also gleich hier los. Tel-Doppelpunkt heißt jetzt, ist der Dienst Telefonie gemeint und plus wieder für die Wurzel vom Namensbaum und dann hier die Telefonnummer, wobei dieses, die hier die zum Trennen das Minuszeichen verwendet wird. Was heißt zum Trennen? Nein, nur zum Lesbarmachen verwendet wird. Und eine Telefon ja, Wahlbewertungshardware, die würde also das hier als erstes mal aus ihrem Telefonnummer, die ja hier so wie eine URL aufgeschrieben ist, würde das erstmal entfernen. Das Plus wird eigentlich gebraucht. Also es gibt Buchstaben, die man entfernt und manche, die man dann auch benutzt. Telefonnummern. Als nächstes möchte ich noch ein wenig ausholen, um zu den IP-Nummern zu kommen. Es gibt vom Internetprotokoll, über das wir dann auch noch ein bisschen sprechen müssen, aber nicht heute, da gibt es ein Adressfeld im Internetprotokoll. Je nach Version des Internetprotokolls ist es unterschiedlich lang. Ich fange jetzt mal mit den Adressen, mit den Netzwerkadressen im IP-Version 4 an. IPv4-Adressen. IPv4-Adressen. Der Header ist da 32 Bit. Ich habe mal in einem Vortrag vom Vinton Cerf, der hat da so gemütlich gesessen und gelächelt und gesagt, als wir uns damals überlegt haben, dass die IP-Nummern, Netzwerkadressen, dass diese IP-Adressen 32 Bit sein sollten, haben wir gedacht, 2 hoch 32, ach 4 Milliarden, das ist zu dicke für unser kleines Netz, was wir da basteln. Für unser Forschernetz. Und da haben sie sich also 32-Bit-Adressen ausgesucht. Und diese 32-Bit-Adressen haben sie sich von Anfang an gedacht, das ist in mehrere Teile aufgeteilt. Da gibt es einen vorderen Teil, die Netzwerk-ID, das habe ich hier mal gelb gemalt, und einen hinteren Teil, die Host-ID. Wobei vorne dran auch noch zur Unterscheidung der Längenaufteilung hier ein paar Bits stehen, die uns sagen, wie lang das Netzwerk-ID ist. Also wenn da 0 steht, dann ist das Network in 7-Bit kodiert und das Endgerät in 24. Und wenn da 1-0 steht, hier vorne als erstes mal statt dem 0 ein 1er und dann ein 0er, dann sind es 14-Bit fürs Netzwerk und 16-Bit fürs Endgerät. Und hier sind es 21-Bit fürs Netz und 8-Bit fürs Endgerät. Und die anderen, die benutzen wir für was anderes, zum Beispiel hier für IP-Multicast. Und da gab es noch diese Klasse mit einem F vorne, also lauter Einser. Die war damals reserviert. Diese Einteilung bedeutet dann eben auch, dass wenn jemand kommt und sagt, er möchte ein IP-Netz betreiben, dass er dann sagen kann, dass man ihn dann fragt, was für eine Klasse soll es denn sein? Und wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich brauche ganz viele Endgeräte, dann kriegt er mal so ein Netz, da gibt es nicht viele davon, so 126, danach ist alle, dann kann er in jedem von diesen, kann man in diesem Netz, das man da gekriegt hat, dann 2 hoch 24 Endgeräte betreiben. Schon genug. Und viele, die sich das besorgt haben, hatten auch gar nicht vor, 2 hoch 24 wirklich zu verwenden. Ich meine, da hat's auch, manche Forschungslabors haben einfach auch solche Klasse A-Adressen gekriegt. Unsere Uni, die ist auch irgendwann mal losgelaufen, hat gesagt, wir wollen da auch mitmachen. Dann hat sie ein Klasse B-Netzwerk gekriegt. Wir könnten also so ungefähr 65.000 und ein bisschen was Endgeräte, ja, Hosts, nicht Endgeräte, Hosts hier haben. Eigentlich ein bisschen viel für die Uni. Außer wir fangen an, alle unsere Mobiltelefone auch da
alle Mobiltelefone von allen Studenten und Mitarbeitern und die Laptops und die Pads und sonst was da drin, solchen Adressen zu geben, dann können wir vielleicht einen ordentlichen Teil davon ausnutzen. Wenn man ein kleines Netzwerk betreibt, also so die Konrads kleine Programmierwürstchenbude betreiben würde, dann wird man vielleicht sich nur so ein Klasse-C-Netzwerk besorgen. Tatsächlich hat es da die kleine Programmierwürstchenbude auch mal gegeben. Und die Firma Cyland. Und dafür, ja, da hieß es dann auch irgendwann mal, das war so 99, wir brauchen jetzt auch ein kleines IP-Netz. Konrad, besorg uns mal so eine Klasse-C-Adresse. Und es hat erstaunlicherweise relativ einfach funktioniert. Ich habe irgendwie so ein E-Mail, drei Zeiler irgendwo hingeschrieben und dann haben die uns eine gegeben. Da war das Internet irgendwie insgesamt, insbesondere die Mail, noch etwas vertrauenswürdiger. Aber es hat sich bald herausgestellt, dass diese Einteilung irgendwie zu starr ist. Weil eben manche viel mehr IP-Nummern abgekriegt haben, als sie eigentlich wirklich brauchen, weil es nur, ja, man konnte eben nur auswählen zwischen 254 und 65.500 irgendwas und gleich viele Millionen. Also die Größeneinteilung war vielleicht etwas ungeschickt. Irgendwann haben die Leute gemerkt, dass diese Art der Verteilung zu viel Verschnitt produziert und hat man sich ausgedacht, dass es flexibler sein soll. Es gibt also so einen Internet-Routing-Part mit dem Netz und da hinten dran, wenn das also zu Ende ist, dann ist das in einem Router drin, an dem dann noch Subnetze und Endgeräte kodiert werden können. In Freiberg haben wir das ja auch ungefähr so, ne? Da haben wir diese 16-Bit hier vorne, 2-Bit Markierer, dass es Class B ist. Und da gibt es eine Subnetzeinteilung und eine Endgeräteeinteilung in dem Local Part. Bei uns ist das so, dass es weiß nicht, wie viele Subnetze es wirklich gibt, so 100 oder noch ein paar mehr Subnetze da existieren. Und in jedem können wir dann auch hier 254 Endgeräte haben. Manche Endgeräteadressen, die nur mit FF, also 255, und die Nuller, also wenn da nur 0 Bits drinstehen, die werden für andere Sachen gebraucht, also 256-2. Also diese Einteilungen in Internet-Routing-Part, das, was jeder Router da draußen verstehen muss, und das, was hier nur lokal verstanden wird, im Local-Part. Und jetzt kann man natürlich sagen, das machen wir hier kürzer, da spielen wir noch ein bisschen rum, das werden wir gleich auch noch betrachten. Also die Adressklassen hier sind im Wesentlichen dazu da, damit man in so einem Router hier die Bits angucken kann und herauskriegen, diese hier vorne, und herauskriegen kann, wie lang denn der Netzteil ist und dann in der Routing-Tabelle nachschauen kann, vergleichen kann mit der entsprechenden Länge von Bits, um den richtigen Ausgang zu finden. Klasse F reserviert, die wird eigentlich heute auch verwendet. Das Problem an diesen IPv4 Adressen ist, ja, das wissen wir eigentlich schon seit ungefähr 20 Jahren, dass uns die Adressen allmählich ausgehen. Natürlich hat es vor 20 Jahren Leute gegeben, die gesagt haben, in 5 Jahren ist Feierabend, und naja, in 5 Jahren gemeint ist, war dann da irgendwie 1996, 97, dann war aber noch nicht Feierabend. Und dann haben dieselben Leute gesagt, na, dann ist es eben 2005 so und 2010. Und in den letzten Jahren haben sie es wahrscheinlich immer selbst mitgekriegt, dass gesagt wird, so, in 3 Monaten ist alle oder in 6 Monaten ist alle. Es gibt trotzdem noch. Aber das heißt, sollte man natürlich sich nicht darauf ausruhen und es wird schon nicht ewig so weitergehen. Das Problem ist, und jetzt gibt es 2 Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz ist, 32 Bit ist zu wenig, das müssen wir jetzt mal was Richtiges machen, ordentlich Bits uns nehmen. Und der andere Ansatz ist, wir können mal versuchen, das hier ein bisschen sorgfältiger mit den paar Bits umzugehen, die wir haben. Also das ist, wenn Sie so wollen, der schwäbische Ansatz. Der zweite.
zu wenig verwendbare Adressen, da muss man das ein bisschen besser machen. Ja, was war denn das Problem? Dieses zweite Problem hier, Größe der Routing-Tabellen, gibt es übrigens auch, wenn wir jetzt 128 Bit nehmen würden statt 32 Bit, dann muss man sich auch noch was ausdenken, damit man die Routing-Tabellen nicht so groß machen muss. Das Problem ist ja, das kann man auch hier schon dran sehen, wenn wir hier 21 Bit haben für die Netze, dann muss die Routing-Tabelle, also wenn wir uns nicht irgendwelche schlauen Tricks einfallen lassen, schon auch 2 Millionen Einträge haben. Und 2 Millionen Einträge, na, passt schon mal nicht in den Cache, das ist auch irgendwie klar. 2 Millionen Einträge mal sagen wir mal 10 Byte oder 12 Byte pro Eintrag, das ist jetzt schon eine ganze Menge. Speicher. Vor allen Dingen, weil man ja auch schnell speichern möchte, vielleicht statisches RAM und so weiter. Heutzutage wäre es vielleicht nicht mehr richtig teuer, als man angefangen hat, darüber nachzudenken, das zu verbessern, wären so in der Größenordnung 32 Megabyte statischer RAM noch ziemlich teuer gewesen. Also man würde gerne die Größe der Routing-Tabellen irgendwie im Griff haben. Und das zweite Problem ist natürlich das Durchsuchen, so linear geht schlecht. Man muss dann irgendwie schauen, dass man da geschickt adressiert. Und wenn da viele Netze auftauchen bei einem Router, also viele Netzwerk-Net-IDs vorbeikommen, dann sind natürlich auch die Caches schnell wieder invalidiert. Das ist auch was eventuell lästig ist. Und wenn man jedes Mal ins RAM muss und nicht nur im kurzen Cache nachgucken kann, dann wissen wir auch, dass wir dann für jeden Lookup dann 50 oder so Zyklen brauchen. Auch hässlich. Man könnte eventuell auch mit hierarchischer Weglegung die Effizienz des Routings steigern und die Routing-Tabellen geschickter aufbauen und so weiter. Ein Ansatz, diese Adressen geschickter zu verteilen, ist das CIDR. CIDR steht für Classless Interdomain Routing. Das hier ist der passende Standard. Wir setzen also so an, dass wir sagen, das Netz, die Net-ID kann N-Bit sein und die Endgeräte-ID 32 minus die N-Bits. Und jetzt kann man sich aussuchen, wenn man nur ungefähr 30 Endgeräte braucht, eine kleine Firma, dann könnte man ja diesen Teil hier hinten 5-Bit lang machen und den dann 27-Bit lang machen. Oder wenn man als große Firma damit rechnet, dass man so ungefähr 1 Million Endgeräte hat, dann kann man den hinteren Teil 20-Bit lang machen und den vorderen 12-Bit lang machen, also viel flexibler sein bei der Verteilung. Das ist der Ansatz vom CIDR. Beim CIDR wird das dann so geschrieben, dass man die Adresse, das alte Klasse B-Netzwerk von der TU Freiberg, wird also geschrieben 139.20.00 und hinten dran das Strich 16 heißt, wie viele Bits denn die Net-ID lang ist, also N ist hier gleich 16 oder hier für das Subnetz der Informatik wäre N 24. Man kann aber auch sowas wie 27 nehmen, dann bleiben eben hier hinten 5 Bit übrig. Oder man kann sich mehrere Klasse C Netzwerke besorgen, das ist auch irgendwie ein vernünftiger Ansatz, also so slash 24 Netzwerke, hier zum Beispiel 4 Stück und zusammenfassen und dann wird man so eine /22 Adresse haben und darin könnten wir ungefähr 1000 Endgeräte aufbewahren, eine vernünftige Größenordnung für eine kleinere Institution. Also durchaus ein vernünftiger Ansatz, die Adressen flexibler zu verwenden, zu verteilen, zu administrieren. Um jetzt noch das Router-Problem in den Griff zu kriegen mit den Routing-Tabellen, gibt es da noch ein Aggregationsschema.
in so einer Routing-Tabelle, wir werden dann auch über den Aufbau sprechen, dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, was ich da erzählen will, aber das können wir eben aus pragmatischen Gründen nicht heute machen, sondern das müssen wir in ein paar Wochen machen. Also Router können ihre Tabelle sozusagen kompakter machen, indem sie, in jedem Routing-Tabellen-Eintrag steht ja drin, dieses Netzwerk muss sich auf dem Port 5 rausschicken und das Netzwerk auf dem Port 6, dieses Netzwerk wieder auf 5, das hier auf Port 3. Und so ein Router, sagen wir mal, der hat 4, 5, 10 solche Ausgänge, auf denen er die Pakete weiter rausschicken muss. Oder lassen es 20 sein. Das heißt, es wird sich immer, wenn immer sich ein paar Einträge finden in der Routing-Tabelle, wo man dann diese mehrere Netze in einen Eintrag zusammenfassen kann und dann muss man nicht mehr individuell für jedes Netz dann, sagen wir mal, 20 Bit aufheben, sondern man kann es vielleicht kompakter kriegen, dass man nur mehrere zusammenfasst, weil die alle in diese Richtung gehen, dass man dann nur noch 18 Bit oder 16 Bit aufheben muss in der Tabelle, also nur noch einen Eintrag braucht und auch auf diese Weise dann weniger Bits zum Lookup in der Routing-Tabelle bereithalten muss. Und dazu gibt es einen Algorithmus, über den wir hier auch nicht sprechen werden. Das ist dieser Longest Match Algorithm, über den Sie aber auch hier noch was finden. Oder wenn Sie die weitergehende Literatur zum Seidel lesen. Die Variable Lengths, Subnet Mask, sowas hier, also zu diesen Adressen passt natürlich dann auch eine Variable Length, Subnet Mask, da steht das dann nicht mehr 255.255.255.0, sondern 255.255.255.0, / 24 oder 27 drin. Der andere Ansatz, der jetzt machen wir es aber mal gleich richtig, Ansatz, das ist das IP Version 6. Nachdem man sich jahrelang IP Version 4 benutzt hat und studiert hat, was denn eigentlich auch ein bisschen besser verstanden hat, wie die Router mit dem IP Header, also mit den Protokollen vorne umgehen, hat man sich dann aufgerafft, ein neues IP-Protokoll zu machen, IP Version 6, indem man das, was man gelernt hat, eingebaut hat, auch ein paar Sachen weggelassen hat, die es gar nicht so dringend braucht. Also da gibt es einen neuen Header und weil man das schon gemacht hat, einen neuen Header, gibt es jetzt da auch ein paar mehr Adressbits und wenn man es richtig machen wollte, so zukunftssicher, hat man mal 128 Adressbits genommen. Es hat dann auch eine Menge Papers gegeben, warum es denn sinnvoll sein könnte, dass man irgendwie so bis zu 3×10^17 Adressen pro Quadratmeter Erdoberfläche haben könnte. Das Argument ist natürlich auch gebraucht worden, da zählen übrigens die Ozeane dazu. Das Argument ist aber auch gemacht worden mit einer halbwegs brauchbaren Begründung, wenn man nur schlampig genug mit den Adressen umgeht, so wie bisher, in Anführungszeichen, dann sind es nur noch 1500 Adressen, 128 Bit-Adressen pro Quadratmeter Erdoberfläche, die man realistischerweise vergeben kann. Also irgendwo da zwischendrin ist die Anzahl Adressen pro Quadratmeter. Es gibt dann auch weitere Felder in dem IP Version 6 Header, über die ich nicht sprechen möchte. Also jedenfalls mal 128 Bit. Und weil wir 3×10^17 Adressen, wenn wir sorgfältig damit umgehen, naja, braucht es nicht. 1500 pro Quadratmeter, wenn wir weniger sorgfältig damit umgehen, fangen wir mal an mit weniger sorgfältig umgehen. Wir teilen unsere Adressen ein. Die ersten 3 Bit sind ein Präfix. Das können übrigens auch 10 Bit werden und damit unterteilt man in Klassen und es gibt auch noch diesen Extrafall hier unten. Für den Unicast und die, hat man dann mal 1/256 des Raumes vorgesehen.
Und Entschuldigung, für den Multicast hat man 1/56 vorgesehen, für den Unicast nimmt man hier einen Achtel. Der Rest, oh, der ist mal jetzt hier erstmal für Future Use auf die Seite gelegt. Ein paar Sonderfälle hat es auch noch, Local Use Adressen, und diese ja, Local Use Adressen sind sowas wie die 192, 168 beim IP Version 4, über die wir noch sprechen werden. Und dann gab es da noch so ein paar alte Adressierungsmechanismen, das IPX von Novell und die ISO Connectionless Network Protocol NSAP-Adressen, die haben wir auch noch gebraucht. Also die Unicast-Adressen, ne, ein Achtel des Adressraums, 12,5% mit dem 010er vorne dran, die hat man jetzt aufgeteilt in N-Bit für den Registrar, also so eine Autorität, die solche Adressen vergeben kann, dann für Provider, die sich also bei dem Registrar Netzwerke besorgen kann, also der Registrar, sagen wir mal, es gibt 64 auf der Welt, der verteilt dann jeweils an irgendwelche Provider nochmal M-Bits, also einzelne Zahlen, die M-Bit lang sind. Dann gibt es hier Subscriber, den ersten Subscriber-Teil mit O-Bits, den zweiten Subscriber-Teil mit P-Bits, also das hier ist ein Netzwerk, was der Subscriber haben kann, das ist eine Subscriber-Gruppe. Und dann hier hinten noch 125, ne, die drei sind ja schon weg, minus N, minus M, minus O, minus P-Bits fürs Interface. Wenn wir heute reale Ausprägungen für IP-Netzwerke ansehen, dann machen die Leute zum Beispiel sowas, dass das hier vorne 64-Bit ist und das hier hinten 64-Bit wird. Ich habe ja schon gesagt, ist ja so viel, wir können ja mal wieder richtig munter losschlampen. Irgendwann haben wir vielleicht doch das Bedürfnis, mehr Geräte zu adressieren. Eigentlich 2 hoch 128 Geräte zu adressieren. Da haben wir wahrscheinlich nicht genügend Materie, um so viele Computer zu bauen. Das habe ich auch irgendwo mal gelesen, also ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dieser Gedanke. Diese Adressen kann man übrigens auch als Anycast-Adressen benutzen. Anycast bedeutet, dass es einer von den Teilnehmern sein muss in so einer Gruppe. Ne? Wenn man das hier hinten dann richtig spezifiziert, dann können auch mehrere gemeint sein. IP-Version 4-Adressen kann man übrigens kapseln, so indem man hier vorne die ersten 80 Bit auf 0 setzt und dann hier entweder eine 0 reinschreibt oder 65.535 und hier hinten dann die restlichen 32 Bit von der IP-Version 4-Adresse reinsteckt. Sie sehen hier, wenn man das richtig anpackt, kann man hier auch halbwegs vernünftig hierarchisch routen. Also man kann zum Beispiel sagen, dass hier ein Registrar ist, Amerika, Vereinigte Staaten kriegen 3, Kanada einen, für Südamerika gibt es 10 und für Europa gibt es 50 oder 20 und für Asien gibt es so viele. Und Australien und Ozeanien und so weiter, und die Antarktis stellen wir vielleicht auch noch einen rein, einen Registrar, dann kann man sich überlegen, dass es auch hierarchisch strukturiert wird. Man kann es zumindest versuchen, und hier auch bei den Providern kann man das noch weiter versuchen durchzuziehen, dass es einigermaßen hierarchisch wird. Ich sage absichtlich versuchen. Wir haben jetzt, ja, das gehört auch noch hiermit ein bisschen zusammen und gehört auch hiermit noch ein bisschen zusammen. Mit diesem hier oder mit dieser Adresse treffen wir ein Host-Endgerät. Aber in einem Host, auch mit sowas, treffen wir einen Host. Hier steht Interface drin, benutzen wir so synonym mit Host. In einem Endgerät drin, hier ist es bezeichnet also, hier ist das IP-Protokoll, aber eben das hier steht auch für einen Host, eine IP-Adresse. In so einem Gerät drin, da sagen wir, das hier sei der Alphons und das sei der Xaver, können mehrere Prozesse laufen.
Und die müssen wir auch noch adressieren. Wir müssen also dem Computer nicht nur sagen, ja, du bist jetzt gemeint, sondern bei dir ist noch der Prozess, der Webserver gemeint oder der FTP-Server oder der von dem Dienst, den wir uns gerade mal ausgedacht haben, oder irgendwas reingeschrieben. Und wenn wir jetzt diese zwei Rechner betrachten, die dann miteinander kommunizieren wollen, dann will vielleicht der hier was vom Webserver haben und von dem FTP-Server. Oder hier ein bisschen was Telepräsenz machen. Und das sogar gleichzeitig. Unsere Adresse, die Netzwerkadresse, kann also nicht direkt an einen der Dienste gebunden werden, sondern die muss noch irgendwie unterverteilt werden. Und deshalb haben die Internetprotokolle das Port-Konzept. Da steht also vorne in jedem Paket, vom TCP oder vom UDP oder noch andere, steht vorne dran eine 16-Bit-Zahl, welcher Port von diesem Rechner dann gemeint ist. Das ist eigentlich dahinter verbirgt sich dann eine Tabelle, Portnummer und der Prozess, der gemeint ist. Portnummer, Prozess, der gemeint ist. Und das sind dann irgendwelche Prozesshandle, so dass wenn hier im TCP was an den Port 80 auftaucht, damit ist meistens der Webserver gemeint, wenn da was also an den Port 80 auftaucht, dann wird ein Prozesswechsel zu dem Webserver gemacht und dem wird das Paket übergeben. Die Daten, die in dem Paket drin waren. Im IP steht übrigens drin, welches von den Protokollen hier gemeint ist. Da gibt es auch nochmal so eine Art Subadressfeld, welches Protokoll, das TCP oder das UDP oder sonst noch was, denn da aufgerufen wird und die machen dann diese Unterverteilung nach den Ports. Weil der aber jetzt nicht weiß, wie die Ports hier verteilt sind, wo hinter wem von den 65.000 sich denn hinter wem von den 2 auf 16 sich denn der Webserver oder der FTP-Server oder der Fitzliputz-Server versteckt, Fitzliputz-Dienst versteckt, gibt es so ein paar well-known Ports. Der HTTP, also der Webserver, der HTTP-Daemon, der versteckt sich gern, oder hält sich gern, versteckt kann man ja nicht mehr sagen, hält sich gern hinter Port 80 auf. Oder der Telnet-Port ist der 23, der FTP-Control-Port ist der 21, die RPCs, die Sun-RPCs sind bei 111. Es gab mal für einen Dienst, den wir entwickelt haben, noch in Ulm, das Cobrow. Da hatten wir uns einen Port besorgt, ich glaube das war 776 oder 667, weiß ich nicht so genau. Wir brauchten einen freien Port, haben in dieser Tabelle, die gibt es öffentlich, von den 1024 Ports, die well-known Ports sind, herumgesucht und dann dieses 776 oder was, 667, das waren die letzten drei Ziffern der Telefonnummer von einem meiner Kollegen und dann haben wir uns gedacht, der ist frei, den bewerben wir uns. Und das ging ja auch wieder so, eine E-Mail an den John Postel geschrieben und ein paar Zeilen, warum unser Dienst da, den wir da machen wollen, toll ist. Und da habe ich tatsächlich ein paar Tage später eine E-Mail gekriegt von dem John Postel als Antwort, ja, ist gut, ich habe es eingetragen, könnte haben. Das war so 95, 96. Heutzutage geht es auch nicht mehr so einfach, sich einen well-known Port zu besorgen. Vielleicht ist es für Quatsch auch nicht einfach gegangen. Der John Postel war ja ziemlich schlauer und der hat es einfach vielleicht sofort kapiert, dass das sinnvoll ist, was wir da machen wollten. Na gut, also diese well-known Ports, die wurden früher relativ einfach vergeben mit einem kurzen E-Mail-Exchange. Heutzutage muss man da auch ein bisschen mehr arbeiten. Und die können, da gibt es diese Tabelle der well-known Ports, gibt es im Internet. Und wenn Sie jetzt hinter so einem von den well-known Ports einen Dienst, wenn Sie den Port aufmachen in Ihrem Rechner, einen Dienst dafür starten, dann können den andere benutzen. Die anderen müssen natürlich irgendwie vermuten, dass der Dienst da läuft. Dann können Sie ein Paket schicken und mal gucken, ob es klappt.
ob da jemand ist, der das entgegennimmt. Also auch wieder ein Subadressierungskonzept. Die IP Version 6 Leute mit 128-Bit haben übrigens auch mal eine Zeit lang gedacht, das ist doch super. Wenn wir 128-Bit haben, können wir auch gleich noch diese 16-Bit von den Ports loswerden und Prozesse direkt adressieren. Na gut, das war zumindest so eine Idee. Auf so einem Port können dann viele Verbindungen auflaufen. Nehmen wir mal hier als Beispiel den FTP-Server. Da hatte ich also hier gesagt, 21 ist der FTP-Kontrollport. Dann haben wir hier einen FTP-Server laufen und das rosa steht jetzt also hier für den 21. Entschuldigung, hier, das schwarz steht für den 21. Hier ist der FTP-Daemon, das ist der Server. Das hier ist ein FTP-Client. Rosa, der kann, also das hier ist der 21. Das hier, irgendeiner. Da können Sie sich den Port 7593 aussuchen oder sonst wie 32.000 irgendwas aussuchen. Sie machen also der FTP-Client, macht also hier eine Verbindung auf und sagt, er möchte einen File haben. Hier kann man erst noch hin und her diskutieren. Er sagt zum Beispiel, ich möchte das aktuelle Directory haben, die Liste vom aktuellen Verzeichnis haben. Dann schickte, und zwar möchte ich die auf dem grünen Port, grün im Sinne von 3999, möchte ich die auf dem grünen Port haben, dann macht der FTP-Daemon eine Verbindung auf von irgendeinem Port, den er sich aussucht, auf den 3999 und schickt Ihnen diese kleine Textdatei, in der das Verzeichnis drin steht. Dann gucken Sie hier mal nach, welche Datei Sie dann haben wollen und dann sagen Sie dem hier, ich möchte die Datei xy23.xls haben und ich möchte es auf dem Port 5220 haben. Also dann schickt man dem hier 5220 und den Dateinamen, dann macht er hier eine Verbindung auf, schickt uns die Datei und wir freuen uns. Also auf die Weise gibt es diesen Anrufport und der FTP-Daemon schickt uns dann auf den Port unserer Wahl, da muss man natürlich dann schon lauschen und zuhören, ob da was kommt, also auf diesem dynamisch zugewiesenen Port die Datei. Wenn übrigens jemand anders hier denselben FTP-Server anruft, dann die IP-Nummer ist gleich, der Anrufport ist gleich, aber dieses Gerät kann das auseinanderhalten anhand der unterschiedlichen Adressen dieser gelben Geräte, der FTP-Clients. Sie könnten übrigens mehrere FTP-Clients hier auch starten, die müssten eigentlich bloß unterschiedliche Ports benutzen, also nicht rosa, sondern der nächste müsste dann rot und sonst was benutzen. Mit den well-known Ports kann man ein paar wichtige Dienste identifizieren. Wenn man Glück hat, kann man sich da eintragen lassen in diese Liste der wichtigen Dienste. Wenn man Pech hat, kriegt man nichts davon ab. Dann braucht man irgendwie einen anderen Mechanismus. Und dieser andere Mechanismus, wie finden andere Computer den richtigen Port? Man könnte auch einen Dienst einrichten auf einem Computer, da läuft eben dann ein Server. Das ist ein Auskunftdienst, um den anderen den richtigen Port zu einem Dienst, den zum Beispiel mit einer ASCII-Anfrage wissen möchten, bereitzustellen. Also der Kunde schickt, ich brauche jetzt den Dienst JPEG-Datei hin, Papierfotos zurück, als Beispiel. Und dann müsste man also so einen Portmapper anrufen. Der braucht allerdings eine feste Portadresse. Und dann schickt man da JPEG hin, Papier zurück als Adresse.
als Portadresse hin, die man als Dienstenamen hin, die man gemappt haben möchte auf einen Port, und zurück kommt dann der Port. Also dieser Portmapper, der braucht dann natürlich irgendein Verzeichnis. Programme müssen sich registrieren bei dem Portmapper und sagen, ich biete jetzt den Dienst JPEG zu Papier an, und dann weiß dieser Portmapper, welches Programm das ist, und dann kann er dem einen passenden Port geben. Dieser Portmapper sucht also freie Ports, zum Beispiel in diesem Rechner, und teilt das sowohl dem Programm mit, als auch natürlich auf Anfrage an den Rechnern, auf welchen Port sie dann Kontakt aufnehmen können. Und da wird dann ein spezielles Protokoll für diesen Dienst eben laufen. Ein bekannter von diesen Portmappern ist das CORBA. Aber da gibt es natürlich auch noch andere. Und da kann man sich auch was selber ausdenken, wenn man will, solange man eben eine Well-Node-Port-Adresse kriegt. Man kann übrigens auch, und das machen manche andere Dienste, die sagen einfach, ich bin jetzt der 4500. Und alle, die daran teilnehmen wollen und mich benutzen wollen, die müssen halt wissen, dass es den 4500 gibt. Und dann kann man es ja auch mal probieren mit 4500. Ne? Also dieser Ansatz ist auch möglich. Das ist ein halboffizieller Well-Known-Port. Also ein pretty Well-Known-Port. Und jetzt möchte ich dann noch über die Anschlusspunktadressen etwas erzählen. In meiner Terminologie hier sind Anschlusspunktadressen Adressen, die ohne weitere Abbildungsoperation, ohne weitere Adressbindung verstanden werden von der Hardware. Das waren mal Telefonnummern. Ja, die Telefonnummern, die haben nämlich früher diese einzelnen Ziffern wirklich jeweils eine Funktion in der Hardware ausgelöst. Ne? Bei den Hebdrehwählern haben die eben dazu geführt, dass, sagen wir, eine Dreier, da hat sich der Wähler um 3 Etagen angehoben, und dann kam eine 7, dann hat er sich um 7 Schritte nach rechts gedreht, um dann den richtigen Ausgang zu finden. Also Telefonnummern waren früher wirklich Anschlusspunktadressen. Weitere Anschlusspunktadressen, die uns einfallen, könnten zum Beispiel irgendwelche Pointer sein. Wenn wir das da anschauen, das ist das Portkonzept, könnten wir also so einen Socket abbilden auf eine Einsprungspunktadresse von einem Dienst, ein Pointer von einem Stück Software in einem Rechner. Irgendwelche IO-Ports von irgendwelchen Geräten, zum Beispiel eine Telefonvermittlung und so weiter. Also Geräteadressen wirklich im Sinne von Bits, die wir von Adressbits, die bei der Hardware was bewirken. Die muss man natürlich aus den Netzwerkadressen mit Adressbindung produzieren. Wir schauen dann gleich noch sowas an. Zum Beispiel bei IEEE 802.2 gibt es 16-Bit oder 48-Bit Geräteadressen, Anschlusspunktadressen. Eine 48-Bit-Adresse, IEEE 802.2 ist ja der Standard fürs Ethernet, also diese Ethernet-Adressen, 48-Bit lang, die bestehen aus 22-Bit Organisationskennung und da drin 24-Bit Seriennummer. Wenn man Ethernet-Adressen vergeben möchte, also seinen Kunden, wenn man Geräte verkauft, Ethernet-Adressen mitgeben möchte, muss man ja auch, wenn Sie jetzt sich im Internet einen Computer bestellen, dann kommt der ja mit einer Ethernet-MAC-Adresse. Da muss der Hersteller zur IEEE gehen und sagen, ich möchte so eine Organisationskennung. Und wenn er diese 22-Bit-Organisationskennung haben will, muss er Geld dafür bezahlen.
Und das ist gar nicht mal so billig. Die IEEE, die, naja, in Anführungszeichen, lebt da auch davon. Also der kauft so einen Adressbereich, einen Hersteller, jemand, der Ethernet-Adapter produziert. Die kann man auch dann weiterverkaufen mit der Hardware mit. Ich glaube, man kann sie auch so weiterhandeln, zumindest einen Teil davon. Wenn Sie also jetzt ein Gerät mit Ethernet kaufen, dann kriegen Sie eine Adresse, die in denen steckt diese 22-Bit-Orientationskennnummer, 24-Bit-Seriennummer drin. Die ist typischerweise im Ethernet-Chip oder im ROM oder im Flash eingetragen. Vor einigen Jahren gab es mal da drüben, in dem Laden da drüben, ne, Sie kennen ihn ja wahrscheinlich schon, günstig PCs. Und dann sind hier, der war irgendwie, aus irgendeinem Grunde fanden viele Leute den total günstig. Und dann sind hier auch meine Mitarbeiter losgerannt und haben sich für zu Hause PCs gekauft. Jemand hat sich für sich selber und dann für die beiden Jungs 3 PCs gekauft. Nach Hause getragen, Netzwerk installiert, der erste geht gut, der zweite angeschmissen und sagt, dass die Ethernet-Adresse doppelt ist. Boah. Der dritte angeschmissen, auch die Ethernet-Adresse doppelt. Dann war das so, dass die ganze Palette, die da drüben angeliefert worden ist, oder all die Paletten, all dieselbe Ethernet-Adresse hatten. Weil nämlich jemand wohl in der Fabrik vergessen hatte, die Ethernet-Adressen hochzuzählen beim Flashen vom BIOS. Da stehen die ja bei vielen PCs drin. Eigentlich sollten die Ethernet-Adressen weltweit eindeutig sein. Außer der Hersteller vergeigt sich mit irgendwas. Tatsächlich kann man übrigens die Ethernet-Adresse im Flash auch ändern. Die sind wahrscheinlich gar nicht mehr so eindeutig auf der ganzen Welt. Es ist aber meistens nicht relevant. Manche Kabelprovider benutzen die Ethernet-Adresse, um die Endgeräte auseinanderzuhalten. Ein anderer Mitarbeiter, der sich da beim Aldi so ein Gerät gekauft hat, habe ich jetzt wirklich gesagt, so ein Gerät gekauft hatte, ist nach Hause gekommen, hat es installiert und als er sich dann beim Kabelnetzwerk anmelden wollte, hat er gesagt, nee, die MAC-Adresse hat es schon. Die Leute haben dann sich dann irgendwo aus dem Internet ein Stück Software gesaugt, was die Ethernet-Adresse umsetzt. Irgendeine, die sie sich ausgedacht haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da jetzt in einem fernen Land oder auch nur in Hamburg oder so jemand mit derselben Ethernet-MAC-Adresse rumsitzt. Das ist nicht im Sinne des Ethernets, aber es kann natürlich passieren. Es gibt übrigens auch einen Multicast-Bereich. Das hier, der vordere Teil, steht für Ethernet Multicast. Der hintere Teil, den kann man sich dann aussuchen. Man kann also da drin 16 Millionen verschiedene Multicast-Ströme betreiben in so einem lokalen Netzwerk. Es gibt auch noch eine andere Methode, solche Anschlusspunktadressen festzulegen. Ich habe ja gesagt, diese Ethernet-Adressen, die stehen irgendwo in einem ROM drin oder vielleicht auf dem Chip drauf oder im Flash. Und die kann man auch ändern. In einem lokalen Netzwerk kommen die Pakete überall vorbei und alle, die zuhören, müssen ihre eigene Adresse wissen. Die kann man aber natürlich auch ändern. Und man könnte sogar so weit gehen, dass man die dynamisch festlegt. Beim Local Talk, da ist das so. Da wird ein Gerät eingeschaltet, war mal in der Regel ein Mac, konnte aber auch ein PC sein mit so einer LocalTalk-Adapterkarte. Gerät wird eingeschaltet und wenn das Netzwerk initialisiert wird, würfeln die mal eine Adresse. Also jedes Gerät in dem Augenblick, wo es eingeschaltet wird, würfelt das mal eine Adresse. Jetzt kann es natürlich sein, dass es eine Adresse würfelt, die jemand anders in dem lokalen Netzwerk auch schon hat. Das sollte natürlich nicht passieren. Also muss man nach dem Würfeln überprüfen, dass es keinen anderen gibt, der diese Adresse sich schon ausgesucht hat. Und die einfachste Technik ist, man schickt mal ein Paket an die Adresse, die man eben gewürfelt hat. Wenn eine Bestätigung kommt, ich habe das Paket erhalten, danke, dann weiß man, dass es schon einen gibt und dass man die Adresse besser nicht verwendet. Also neu würfeln. Falls Bestätigung kommt, Adresse bereits vergeben, zurück zu Adresse auswählen. Falls nach
einem gewissen Timeout, den man sich vernünftig überlegen muss, keine Bestätigung kommt, ist das jetzt meine Adresse? Und wenn in Zukunft jemand fragt, bestätigt mir doch mal bitte dieses Paket, bestätigt man. Weil es ja meine Adresse jetzt ist. Beim nächsten Mal einschalten, würfelt man sich wieder eine andere Adresse. Das ist ohne großen Konfigurationsaufwand möglich und jedes Mal eine neue Adresse, das ist so ein typisches Plug-and-Play-Feature, ne? Reinstecken und es geht los. Das einzige Problem, was man haben kann, ist, wenn die Anzahl Bits, die man sich für diese Adresse ausgesucht hat, für das Adressfeld ausgesucht hat, wenn das eine Kardinalität von n hat und man in dem Netzwerk n Geräte hat oder sagen wir mal n-10 Geräte hat, dann kann es sein, dass man hier lange würfeln muss und wenn man mehr als diese n hat, dann geht es sowieso nicht. Ich dachte, der Strom wäre in London. Jetzt haben wir auch ein bisschen was davon. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wie wird denn jetzt eine Netzwerkadresse auf so eine Anschlusspunktadresse abgebildet? Und dazu gibt es das ARP. Sie sehen, das ARP ist schon etwas älter. Man erkennt es an der dreistelligen RFC-Nummer. Über den Standardisierungsprozess bei der IETF werde ich dann auch noch was sagen. Jetzt möchte ein Gerät herausfinden, welche MAC-Adresse, also welche Anschlusspunktadresse gehört zu dieser Netzwerkadresse. In diesem Fall hier mal 134.60.77.7. Möchte ich jetzt wissen. Denn um ein Paket an den hinzuschicken, muss ich ja einen Ethernet-Frame schicken. Und um den Ethernet-Frame zu schicken, brauche ich eine 48-Bit Ethernet-Adresse. Ich habe aber nur eine 32-Bit IP-Adresse oder eine 128-Bit IPv6 Adresse. Also es muss abgebildet werden. Und wenn es geht, sollte das auch ohne irgendein Verzeichnis funktionieren. Und im Ethernet, so wie es ist, und den darüber aufgebauten Protokollen, geht es auch ohne irgendeinen Manager. Und das ist ein bisschen so, wie, ne, wie das hier funktioniert. Also der hier, der A.B.C.12, sagt, ich möchte mit dem A.B.C.42 kommunizieren. Ich kenne aber die MAC-Adresse nicht, deshalb schicke ich an alle einen Broadcast. Wer ist denn der A.B.C.42? Der kriegt das Paket, er hört ja das ARP-Protokoll betreibt er, kriegt das Paket Broadcast, ne, kriegen alle, denkt sich, nö, ich bin 22, ich bleib mal ruhig. Der kriegt 14, hält auch den Mund, der kriegt 107, ist ja 107, stimmt auch nicht überein, machen wir auch nichts. Und der hier, der 42er, der antwortet, ja, ich bin das. Was macht er? Er schickt ein Paket zurück, in dem drin steht, ne, Bestätigung, hier, ich bin der 42 und weil er in diesem Broadcast-Paket, das kam ja von der MAC-Adresse von dem hier, weiß er, an welche MAC-Adresse er das schicken muss. Und weil er das schickt und da seine eigene MAC-Adresse in den Ethernet-Frame eintragen muss, das sind ja immer Sender und Empfänger eingetragen, weiß jetzt der hier, der ABC12, hat die MAC-Adresse A, der und der 42 hat die MAC-Adresse XY. Jetzt wissen es beide. Und die, die hier aufmerksam zuhören, wissen es übrigens auch noch. Vielleicht der Router hier, der weiß es auch noch. Also was wir jetzt noch in den Griff kriegen müssen ist, wann schicken wir eigentlich hier so ein ARP-Request? Hallo, wer da draußen ist, in der ABC42. Und wann schicken wir das Paket, das wir abschicken wollen, direkt an den Router, von dem wir natürlich auch die MAC-Adresse wissen müssen, direkt an den Router, damit er es übers Internet weiterschafft. Das müssen wir also der IP-Adresse
Ja, dieses Gerät muss der IP-Adresse ansehen, ob es das lokal hier direkt verschickt, zum Beispiel an den, oder ob es das an den Router schickt, damit der es weiter transportieren kann. Wenn der ein bisschen blöder Ansatz wäre, es grundsätzlich immer dem hier zu schicken und der muss sich dann kümmern, aber das dauert ja lokal dann viel länger. Also das Endgerät, der gelbe hier, der muss unterscheiden, ob er diesen ARP-Lookup macht und dann das Paket an die Ethernet-Adresse schickt, an die MAC-Adresse schickt, Anschlusspunktadresse, die er da zurückkriegt von seinem ARP-Request, oder ob er es an den Router schickt. Und diese Unterscheidung macht man mit der Netzmaske. Hier zum Beispiel 255.255.255.0. An der, was passiert da wirklich? Wir vergleichen die Netzmaske mit der, nein, wir bilden das logische Und von der Netzmaske und der eigenen IP-Adresse. Meine eigene IP-Adresse ist ABC12. Wenn ich das logische Und mit der Netzmaske mache, bleibt ABC0 übrig. Einverstanden? Und dann nehme ich die Destination-IP und mache auch das Und mit der Netzmaske. Im Fall von ABC42 bleibt hier also ABC0 übrig. Die beiden sind gleich, ABC0 ist gleich ABC0. Also wir schicken das dahin, wo uns der ARP-Request da, die Ethernet-Adresse, die der ARP-Request zurückliefert. Andernfalls, wenn die beiden ungleich sind, also im Fall von DEF, ne, wenn ich das DEF, das E kommt hier weg, DEF mit ABC vergleiche, sind ungleich, schicke ich das also an den Gateway und die MAC-Adresse von dem Gateway kriege ich auch mit dem ARP raus. Und dann muss sich der Gateway hier, der Router, darum kümmern, dass er das Paket irgendwie im Internet richtig weiterschafft. Über dieses irgendwie im Internet richtig weiterschaffen, da müssen wir uns später noch darum kümmern. Wenn wir über Router reden, über Internet-Routing reden. Was wir hier im Wesentlichen besprochen haben, sind zwei Sachverhalte. Erstens das ARP, und ich glaube, da muss ich noch ein D reinmachen, wenn es Englisch sein soll. Ne? Also über das ARP, wie man hier eine Netzwerkadresse auf eine Anschlusspunktadresse im lokalen Netzwerk abbildet. Und das Zweite, was wir besprochen haben, wie wir uns entscheiden, dass wir das hier lokal verschicken oder irgendwie remote über diesen Router verschicken. So, das mache ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss, weil ich ja jetzt geschwind nach Dresden muss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und am Mittwochnachmittag geht es hier weiter und dann versuchen wir auch wieder wirklich 90 Minuten zu machen und nicht nur 80. Auf Wiedersehen.